was ich zu sagen habe, ist: Fick die Medien, fick aufs Radio, fick aufs Fernsehen, DVD Berlin Untergrund, 2003, 2004. Ich bin Frauenarzt, ich begleite euch jetzt hier den DVD lang über den Film durch und so. Und guckt euch das an, Alter. Keiner von euch Rapper kommt auf mein Level, Alter. Keiner ist auf diesem Valhalla-Level wie ich, Alter. In mir fließt Odins Kraft, Alter. Ich werde euch mein Mikrofon in Form meiner riesigen Streitachse in euren Arsch stecken, Alter. Richtig so. Boogie, komm mal her hier. Jetzt sind wir allein ab. Hans Italia und
Mann, hau rein, Axel. Ey, ich dachte, du fahrst ein Auto. Nein, du fährst ein Auto. Achso, Alter. Also, Alter. 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 Wir sehen uns das bei der Golden Crime Mann. Hier. Ja, Mann, Alter. Golden Crime steht das Gold rein. Das haben wir geklärt. Leute abgezogen, wie sie es gehört. Fratzen. Gold und Silber, Axel, damit du Bescheid weißt. So läuft das hier. Scheiße, hat alles gar keinen Sinn, Alter. Scheiß Welt. Scheiß System, Scheiß Staat, Scheiß Geld. Scheiß Geld. Geh zur Hölle! Geh zur Hölle!
Was los? Wir sind das Libasa Pöbelkommando aus! Sport! Jawohl! Verfolgen Sie sich. Ja, ey, wir fangen jetzt mal an. Heute wird hier richtig Stimmung gemacht, weil das ist nämlich unser Interview. Das ist der beste für den kleinen Sampler da. DVD-Sampler-Interview-Ding. Ich weiß auch nicht genau. Aber auf jeden Fall sind wir unsere Mannschaft. Wir wollen noch vor, ein bisschen zu randalieren heute, würde ich sagen. Ja, Jungs. Und jetzt. Adels Krone Darren, guten Abend, wollte ich mal sagen, meine Freunde. Pöbelkopf Fox, überklicken, da wollte ich dazu auch nicht mehr sagen. Du bist der Arzt, der ich finde, dass es ziemlich unwichtig ist, was von uns rauskommt. Das nächste, was von uns rauskommt, wird, ist sehr schön. Ich mag das, was von uns rauskommt. Was von uns als nächstes rauskommt, finde ich total scheiße. Ich würde das nicht anpreisen, dieses, was von uns als nächstes rauskommt. Ich finde es schön. Geschmackssache. Das ist sehr schön, was wir machen. Ich finde auch, sie machen das total scheiße. Ich kann es überhaupt nicht leiden. Wir machen sehr schöne Sachen den ganzen Tag. Ich finde, wir haben total scheiße. Das ist alles scheiße. Übertreibt doch da. Wir trinken den ganzen Tag Krone. Und die schmeckt scheiße. Die rote Faschette schmeckt super. Die super. Nee, schmeckt scheiße. Wir rauchen den ganzen Tag Gras. Ja, das schmeckt auch scheiße. Und wir rappen den ganzen Tag. Ja, rappen wird er gerne. Kann er das? Ja, ziemlich gut rappen wir. Rappen tut er gut, weil er ist ja ohne Vollmarsch. Wir rappen total scheiße. Ja, ich finde, wir rappen gut, weißt du? Du kannst dir jetzt nicht meine Kredit sparen. Geschmackssache. Ich bin voll gut. Geschmackssache, das ist alles Geschmackssache. Nee, ich bin jetzt... Ey, pass auf, wir rappen gut, ja? Hör auf zu erzählen, dass wir nicht gut rappen können. Pass auf, wir rappen das mit anderen, weil ich finde, wir rappen das scheiße, ja? Und du sagst auch nicht dagegen, dass ich gut rappen kann. Denn genauso gut kannst du gut rappen. Ich finde, dass du sehr, sehr schlecht rappst. Und ich bin sowieso scheiße in Sachen Rap. Ich finde, dass ich schon ziemlich gut rappen kann. Aber du schießt den Vogel ab. Du kannst so gut rappen, Alter. Also ich finde ehrlich gesagt, dass wir beides überhaupt nicht Traum haben. Vielleicht sollten wir lieber in Whirlpool setzen und einen Champagner trinken oder so. Also die Idee finde ich ja total scheiße. Weil auf Whirlpool steht gar nicht. Da geht lieber zwei Runden in eine Sauna. Also Whirlpool finde ich eigentlich total schön. Ich hasse Whirlpool. Was Philipp anbelangt, der rappt so gut, Alter. Das stört nee, Alter, ey, ist ganz schlau. Ich bin eine Pflaume. Rappen, das tut nur der hier. Du bist einfach mal der Beste. Ich geb dir immer Blumen, ich geb dir immer Props. Weil der einfach der beste, coolste Typ ist, der rappen kann hier. Hier warst du schon wieder der Beste, Alter. Jetzt muss ich dir jetzt wirklich eher sagen. Also, kann ich überhaupt nichts mehr zu sagen. Ich denke, nee, gar nicht so, ja. Ich denke, er hat sich gehört. Ja. Hey! Was los? Die Welt! Geh nach dem zu Penny! Alles ohne Ende! Der Scheiß hält dir den Wände! Antritt mir am Kälte! Komm auf Handy los! Steh vor dem Führer! Ich lebe für Wetten! Alles ohne Export! Und mein Sport! Die Lübasa ist die Bänderbüchse, alles ohne schmeckt so gut. Ich glaub so ja die letzte Pfütze, mit Kindbestimme drinne. Yeah, ab nächsten Morgen. Du mit der Pfütze ist auf der Kimme. Vorne in der Birne, wie Regen in der Rinne. Wummelne, bedeutet nicht Schille. Alles Krone, wenn ihr bei Achterbahn! Alles Krone!
Guten Tag. Guten Tag, meine Herren. Also, ich würde sagen, halt deine Fresse, Mann! Das ist doch die Aldi-Cam, wenn ich da nicht schlecht irre. 95. Wir. Da hinten ist ein Imbiss, wenn ich mich nicht irre. Ich hab noch nicht einen Schluck genommen, Mensch. Dann nimm einen. Vielen Dank. Vielen Dank. Da haben wir mal ordentlich einen Schluck am Hals. Was ist denn hier los jetzt? Ist ja keine Aufnahme. Ist ja keine Aufnahme. Kamera profilieren. Ohne Aufnahme. Ist das eine Luftnahme? Ich sag dir, Mann, dass ich dich schnell in meinen Puff nahm. Und dann ist anschaffen für einen Hunni die Stunde. Aber ich stecke 81 Mark, du Kunde. Jeder meiner Gang ist der Teil von Gewalt und organisierter Bandenkriminalität. Meine Welle, was du dir den Kopf abgesiegt, weil letztes Gebiet ist und leider zu spät. Also halte dein Wort, du behinderte Sau, dass dir niemand mehr helfen kann. Weißt du genau, denn der Pöbel wird V. ORK steht auch in den Segen, Wasserkreis. Lege die Hip-Hop-Spastiker an, vergebe mich an jedem Körper. Teil, denn das natürlich ist ein Leiche, weil absichtlich ich es nicht kommt. Geil, finde dein Opfer in der Wunde, so ticket der Cross an der Hure. So mach keine Zinke, dann lutsch meine Wege und uns kurz kassiert. Deine Wunde ist die Rolle, du zu meinen Rap, was probieren. M.O.E.R.Potzen, das ist mein Film. Wenn meine Affen in dein Bunker kommen und deine Crew kribbelt 9 Millimeter, ich seh deine Angst. Dachtest wohl, du Potzen, dass du ein Finger ficken kannst. Royal Bunker wird gesprengt und ich bin mit dabei. Ich ficke das Business und teile es in zwei. Das ist Gangster-Rap, West Berlin ist im Krieg. DJ Koks an meiner Seite, Gott für den Psycho-Beat. Wer ist Kuhn Savage und wer ist M.O.E.R.? Muttergefickte Hurensöhne, nichts mehr. Dachau ist das Lager, wo ihr hingehört. Ich vergase Wack MCs, die mein Leben stören. Texte werde ich schreiben, über Beats werde ich gleiten. Rekruten der ersten Stunde, ich bilde Einheiten. Die Jagd ist eröffnet, das Rennen ist gemacht. Mord und die übernehmen jetzt die Macht, ihr Fotzen. Wollt ihr wirklich gegen uns in den Krieg ziehen? Dies sind die Raps, die ihr immer hören wolltet. Wie den Hass meiner Crew, den ihr spüren solltet. Ich halte dagegen an und kommt dann mit ner Pumpgun. Ihr Fotzen seid für'n Arsch und spätestens jetzt Arm dran. Ich bin auf dieser Schiene kompromisslos wie ne Dampflok. Wie eine Generation von Pitbull zu nem Rockrock. Opfer der ersten Stunde, ihr seid die Auserwählten. Muttergefickte Hurensöhne mit auf euren Wegen. Ich schließe die Augen und sehe dich als Feind. Einer von uns beiden kriegt das weiße Totenkleid. Ich steige über den Zaun und schleiche in dein Haus. Heute musst du sterben, für dich sieht's ziemlich übel aus. Mein zweites Gesicht, entdecken musst du's nicht. Du Opfer, kannst du wählen zwischen Kugel oder Stich. M.O.R. Fotzen, M.O.R. M.O.R. Fotzen, M.O.R. Fotzen, M.O.R. M.O.R. Fotzen, M.O.R. Fotzen, M.O.R. M.O.R. Fotzen, M.O.R. Fotzen, M.O.R. M.O.R. Fotzen. Fick dich, es gibt
deiner Frau. Solltest du... Nee, ne Karte. Also du kannst eine Frau ficken. Egal. Kannst was hier. Frauen kann man immer ficken, ist das Standard. Aber ich meine, der Arsch, wenn du den Arsch fickst, hast du was Besonderes. Was Besonderes? Dann hast du erst eine Frau gefickt, wenn du den Arsch fickst. Ist so. Viele Arzt ficken Frauen, aber der Arsch... Manchen ficken nicht Arsch. Und wenn du den Arsch fickst, ist es so gesagt, Deluxe. Dann hast du erst die Frau gefickt. Ja. Also probiert's mal aus. Fickt eure Frau mal in den Arsch. Dann wird ihr wissen, wovon ich rede. Ein Mittelfinger an die Leute, die uns nicht mögen. Ja. Mehr gibt's nicht zu sagen. Smoking.
der Gang. Ja, mach mein Album, Standard, Untergrundalbum, nur harten Scheiß. Warum soll man was Weiches machen in diesem Drecksland? Hätte ihr keinen dazu? Ja, ich bin Amerikaner, schön braun und so. Aber mach nicht so diesen Hip-Hop-Scheiß. Was für ein Arsch, warum Hip-Hop? Man? Hip-Hop ist, jeder macht Hip-Hop. Man muss richtig irgendwie herausstechen, einfach was Härteres machen, was Krasseres machen. Das probiere ich einfach und probiere, auch wenn es manchmal zu hart ist, so irgendwie, halt, dass es trotzdem jemanden anspricht, dass er sich damit irgendwie identifizieren kann oder halt sagen kann, ja, er hat schon recht, wenn er sagt, also Hip-Hop ist echt, alles trotzdem. Und so. Du musst da schon recht haben. So ist es halt. Ja. Rap House. Ist sehr gut, dass ich da bin. Auf jeden Fall. Hatte vorher andere Geschichten und so, aber ist halt ein bisschen länger und so. Und hier ist halt. Kiffen tue ich sowieso, wie man sieht, bin ich endlos fett. Eigentlich jeden Tag, von morgens bis abends. Wenn ich aufstehe, ist schon Kopf vorgestopft. Wenn ich losgehe, irgendwo chillen, wird erstmal heftig gezeckt und dann, keine Ahnung, wird da gezeckt. Ja. Willst du ohne Gummi, schenken sie dir sehr schnell Kinder. Scheiß auf alle Frauen, die gibt es massig so wie Rinder. Sie ficken rum, betrügen dich und sind die größten Lügner. Frauen sind behindert, wer ist nicht dieser Meinung? Quatschen dummes Zeug und ständig von der Entscheidung. Entweder du änderst dich oder es ist die Scheidung. Ach, wirklich scheiß auf dich, hier nimm deine Kleidung. Fotze, du bist wirklich dumm. Und tust nur rum, ich scheiß auf deine Entschuldigung. Für mich ist das die Bestätigung, dass alle Mädchen Huren sind. Ficken rum oder wollen ein Kind, machen dich voll Liebe blind und lutschen einen anderen Pint. Tun dieses sehr geschickt, undercover wird gefickt. Sagen dir, ich liebe dich mit einem Hundeblick. Alles ist nur ein Trick und du bist blauäugig. Das sehen diese Nutten und sie starten einen Reisefick. Irgendwann durchschaust du es, bleibst du ruhig oder machst du Stress? Zöger nicht, sag's mir jetzt, hörst du auf dein Herz oder folgst du deinem Schmerz? Aber überlegst dir erst, ist es diese Bitch wirklich wert? Nein, ich glaube nicht, mach's wie sie, werd zum Ficker und fick alle Fotzen. Aber am besten in den Hintern, lass sie lutschen, bis sie kotzen, bis die Nutten kotzen, bis sie kotzen, bis die Scheißnutten kotzen. Fotzen sind einfach nur behindert. Fickst du ohne Gummi, schenken sie dir sehr schnell Kinder. Scheiß auf alle Frauen, die gibt es, mach sich so wie Rinder. Sie ficken rum, betrügen dich und sind die größten Lügner. Fotzen sind einfach nur behindert. Fickst du ohne Gummi, schenken sie dir sehr schnell Kinder. Scheiß auf alle Frauen, die gibt es, mach sich so wie Rinder. Sie ficken rum, betrügen dich und sind die größten Lügner. Alle Fotzen sind schlecht, wer von euch gibt mir recht? Du, du und du, du, nicht dann hör doch weg. Ich behandle sie wie Dreck, denn ich steh nicht auf Verarschung. Ich bin kein Pessimist, sondern Optimist mit Erfahrung. Gibst du ihnen zu viel, dann kommen sie nicht klar. Gibst du ihnen zu wenig, dann gibt es ein Tara. Nutze, komm bei klar und spar dir dein Blabla. Wenn dir was nicht passt, dann hau doch ab zum nächsten Neger. Euch gibt es wie satter Meer oder massig wie ein Bienenschwamm. Wenn ich ficken will, muss ich einfach in den Puff fahren. Das ist doch viel billiger, denn da ist nichts mit Geburtstag und Valentinstag. Nutze H, Nutze H, Nutze H, ich brauch dich nicht. Fotze und zur Not hab ich die Hand. Wenn du ficken willst, du Stampe, dann stell dich hinten an. Ich scheiß auf euch, ihr Huren, denn Gott ruft mich als Mann. Ich scheiß auf euch, ihr Witzes, mehr hab ich nicht zu sagen. Fotze sind einfach nur behindert.
Fickst du ohne Gummi, schenken sie dir sehr schnell Kinder. Scheiß auf alle Frauen, die gibt es, mach sich so wie Rinder. Sie ficken rum, betrügen dich und sind die größten Lügner. Fotze sind einfach nur behindert. Fickst du ohne Gummi, schenken sie dir sehr schnell Kinder. Scheiß auf alle Frauen, die gibt es, mach sich so wie Rinder. Sie ficken rum, betrügen dich und sind die größten Lügner. Fickst du ohne Gummi, schenken sie dir sehr schnell Kinder. Scheiß auf alle Frauen, die gibt es, mach sich so wie Rinder. Sie ficken rum, betrügen dich und sind die größten Lügner. Fotzen sind einfach nur behindert. Fickst du ohne Gummi, schenken sie dir sehr schnell Kinder. Scheiß auf alle Frauen, die gibt es, mach sich so wie Rinder. Chucky, mein Name. Komm aus Langwitz, mach seit 4 Jahren Rapmusik. Seit einem Jahr bei Raphouse. Das ist die Musik, die mich anspricht, die Musik, die ich liebe, Alter, die Musik, die ich selber mache. Kein Bock auf deutschen Fake-Rap, kein Bock auf Wack, kein Bock auf Tight, kein Bock auf Flow, Skill, Yaw, Chill, Cypher. Ich trete euch alle kaputt in euer Cypher, Wichser. Nein, Mann, wir wollen die Mucke so realistisch wie möglich machen. Wir wollen Mucke machen, wo die Frauen noch stehen, wo die Frauen zu tanzen können, wo die Frauen den Arsch zu bewegen können. Booty-Shake-Musik. Ansonsten meine Crew, TMR auf jeden Fall, zu denen ich stehe. Das war's soweit von mir. Yo, 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 yo. Ich fick mit deiner Frau, nur um dich zu ficken. Auch wenn ich dich kenne, behandle ich dich wie ein Stück Scheiße. Ihr seid zu leise, um mich alle ficken zu können. Kommt doch alle auf den Schrauben, eines Tages geh ich eh drauf. Scheiß Hex, was und dann Hex. Meine Hobbys Mama ficken, ich fick deine Mama. Man nennt mich den Mutterficker, weil ich die Mutter von jedem ficke. Warum nenn ich meine CD auch Fick deine Mutter, du Wasser? Weil ich hab keinen Bock mehr, deine Mutter zu ficken, weißt du? Auch, deine Mutter ist auch nicht. Die ist zwar die geilste in meinem Bezirk, Westlicher Felde, aber nee, Alter, die stinkt doch scheiße. Ich komme aus Lichter Felde, 45. Mein Bruder ist Pardo-Darsteller. Mein anderer Bruder rappt im Salon. Und warum mein kleiner Bruder Pardo-Darsteller ist, das liegt daran, weil er fickt auch gerne Mütter. Und alle, die er fickt, sind auch Mütter. Weißt du, er ist mein kleiner Bruder, er nimmt sich Vorbild an mir. Und ich fick Mütter, er fickt Mütter, jeder fickt Mütter. Weißt du? Mamas sind geil, kann mir keiner sagen. Wenn du eine geile Olle siehst, weißt du? Und es hört sich einfach an, wenn die ein Kind dabei hat, weißt du? Dann sag ich, ja, Alter, sie hat deinen Mann zu Hause. Und ich fick sie und ihr Mann weiß davon nichts. Weißt du? Ich fick sie richtig von hinten. Und die Fotze weiß nicht, dass ich sie nur ficke, weil sie eine Mama ist. Ja, komm, Action, Action. Action, Max, Action. Aber ist geil, weißt du? Ich lauf rum einfach, um so zu protzen. Guck mal, ich hab einen Rottweiler, du nicht. Ich hab Frauen, du nicht. Ich hab Geld, du nicht. Guck mal, meine Kette. Hier. Ich fick auf Silber. Ich hab Gold, Gold. Verstehst du mich? Gold. Ich hab einen goldenen Schwanz, goldene Eier, einen goldenen Hund. Guck mal. Gold. Alles Gold. Meine Messages. Für alle Hip-Hop-Freaks. Meine Messages. Ich hab extra ein Zeichen erfunden, um euch alles zu zeigen, was ich über Hip-Hop denke. Ich mach jetzt nicht irgendwie so oder so. Ich mach so aus meinem Zeichen. Kennst du mein Zeichen? Kennst du mein Hip-Hop-Zeichen? Das ist mein Hip-Hop-Zeichen. Ich sag, yo! Ich bin nicht Rap, ich heiße auf Rap, ist mir scheißegal. Ich hab nie gerappt, ich rap einfach nur, was ich in meinem Leben erlebt habe, weißt du? So, ich rapp mich nicht rein, ich bin kein Story, weißt du? Ich hab schon damals einen Namen, bevor ich überhaupt gerappt habe, so hier im Bezirk und auch überall. Ich scheiße auf jeden, weißt du, ich mein? Freund, ich bin Feind, seh mich an, mein Name ist Bastard, dann häng ich geb den Fick auf Rap, wie auf deine Existenz. Du tust auf Freund, doch weiß ich, wie ich denk. Eines Tages krieg ich dich, Bastard, dann häng. Ich bin nicht dein Freund, seh mich als dein Feind. Eines Tages krieg ich raus, mach dich bereit, yo. Du tust auf Freund, doch weiß ich, wie ich denk. Eines Tages krieg ich dich,
Bass und dein Hengst. Ich bin nicht dein Freund, sieh mich als dein Feind. Eines Tages krieg ich raus, mach dich bereit. Was wird dann los? Hängst du immer noch? Mach dich bereit für die Bekanntschaft mit meinem Arschloch. Du suchst auf die Gott mich scheiß und wenn gerissen. Du bist cool, wie mich zu dissen. Auf der Lächel wird geschissen, wird gepisst, richtig groß. Den Namen in den Garten, deine Freude wird begraben, deine Leute holen dich wahr. Du bist nicht lustig, so ein Schwachsinn. Ich tu dicker Freund und fick dann deine Freunde her. Ist mir egal, ob deine beschissene Mutter tot ist. Ich kratz sie aus und kacke nochmal richtig drauf. Hängst du drauf? Ich geb dein Fick aufs Leben. Leben geben, Leben lieben, ich will lieber sterben. Ich weiß genau, dass es mit Leben ist nicht einfach. Aber ich weiß, es geht leichter, wenn ich dich nicht als Freund hab. Ich rufe
Ihr seht, hier geht's übelst ab, Alter. Hier geht's ab wie noch nie. Das ist Berlin Untergrund. So wie man ihn kennt, wie er lebt und ist. Und habt ihr gesehen, Smokey, sein Video geht übelst ab, Alter. Sein Musikkack, den er macht, sein, was wollte ich sagen, sein Album. Untergrund Album Nummer 1, da bin ich wieder. Ich hab den Faden verloren. Okay. Lass die Kacke weiterlaufen, ihr habt gesehen, Orgasmus, alle mit dabei, was soll denn Hengst, was kommt auf euch zu, MC Bastard war dabei, MC Boogie und der ganze Rest der Atzen, Alter, fickte Scheiße. Kauft mal Sadika sein Album, jetzt oder nie, immer noch im Handel, immer noch aktuell, immer noch in, kommen aber später mehr zu, ja, da werden wir mehr zu später sagen. Man kennt mich in Berlin, doch auch im Westen hat man Angst. Mein Name steht für
studierst. Und mit der Kamera, darf ich da in die Kamera reingucken? Ja, klar, mit sag mal einfach nur, was du studierst. Aber nicht auch ohne, da müssen wir mal ein Blättchen geben. Also, weißt du, ja, ohne Blättchen, mal, ohne. Ja, du musst mal ein Blättchen geben. Du musst erst mal ein Blättchen geben. Ihr habt mich ja schon gefilmt. Ja, was willst du denn hier? Ich kann kein Lied singen. Kannst du ein Lied singen? Guck mal, er kann aber auch ein Lied singen. Kannst du ein Lied singen? Ich kann kein Lied singen. Du kannst, ich kann auch nicht singen. Ich studierst oder nicht? Scheiße, ich kann auch nicht singen. Ja, guck mal, jetzt brauche ich auch ein Blättchen. Dann muss ich einrauchen gehen. Ich muss einrauchen. Mehr habe ich nicht drauf. Ahornblatt oder was? Rotbuche? Rotbuche? Rotbuche oder? Aber immerhin. Nee, Rotbuche? Rotbuche oder Eiche? Was hast du drauf? Eiche oder Rotbuche? Ey, warte, ja noch ein Blättchen. Hier, Mann. Ey, komm her, kriegst wirklich ein Blättchen. Ja, ein Blättchen. Gib mal hier DIN A4 Blatt. Gib mir mal DIN A4 Blatt. Das ist so ein Loch. Da haben wir jetzt keinen Bock drauf. Also Verscheißern kann man so, Verscheißern kann mich auch alleine. Also, pass mal auf. Was? Aber studierst du denn jetzt nochmal? Also, was ich studiere, ne? Weiß ich auch nicht. Was studiert, was macht ihr denn? Musik. Musik? Oh, ein OCB-Blättchen auch noch. Nee, meinst du im Ernst? Was macht ihr so? Man rappt, rappt, rappt. Und irgendwie... Rappt, rappt, rappt. Wir haben Kerbe lecken und rappt. Ja. Pornos, Pornos drehen wir auch. Pornofilm. Ihr dreht Pornofilm? Ja? Also okay, ja, also pass auf, ihr dreht Pornofilm. Na guck mal hier in die Kamera. Also ihr dreht Pornofilm. Ja, was? Nehm ich dir nicht ab. Nehm ich dir nicht ab. Guck mal, es ist hier Arbeit. Guck mal, das ist, weiß ich auch nicht. Guck mal, nee, Dorftrottel jetzt. Also weiß ich auch nicht, wer ist denn jetzt hier der Dorftrottel? Also ich bin jetzt der Dorftrottel oder wie ist jetzt der Dorftrottel? Guck mal, aber weiß ich auch nicht. Und das jetzt auf Kamera, aber wenn du das verkaufst, Alter, dann will ich auf jeden Fall 1%. Davon bin ich 1%, aber nur als Dorftrottel, also nicht als Porno, sondern auf jeden Fall ohne Prozent. Nur mit einfach nur 1% will ich ab. Aber danke für den Platz hier. Halt! Halt! Hey! Was willst du hier? Was willst du hier? Was? Wagst du dich? Will ich mich zu fluchen, Digga? Ich sag deine Gedanken, Geschichte, Geschichte,
Zeit hatte, du sollst erst erste Bitch. Wieder kriegen, Digga, ich zerstöre deine Rap-Geschichte, Digga, du musst ich hin. Ich krieg dir nicht hin. Ja, komm, Digga, Digga, du bist das, du Scheiße, Digga. Ich mach mal für dich, Digga, du bist das. Du musst, ja, was mit deiner Jungen? Stelle ich euch eine Frage. Es ist nicht eine Frage, es ist die Frage. Die entscheidende Frage. Was macht mein Baby? Es fickt die Bier! Was macht mein Baby? Es fickt die Bier! Was macht mein Baby? Es fickt die Bier! Das geht doch lauter. Es fickt die Bier! Was macht mein Baby? Es fickt die Bier! Was macht mein Leben? Es fängt die Bier! Das muss doch viel lauter sein! Es fängt die Bier! Was macht mein Leben? Es fängt die Bier! Seid ihr stumm? Es fängt die Bier! Was macht mein Leben? Es fängt die Bier! Was macht mein Leben? Fängt die Bier! Mann, Mann, Mann! Viel lauter ist das! Ist das eine Party oder eine Beerdigung? Ja. Was macht mein Leben? Es fängt die Bier! Was macht mein Leben? Es fängt die Bier! Okay, und jetzt gleich nochmal, das ist geübt. Was macht mein Leben? 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 Geisterstadt! In deinem Kopf! Du bist der größte Feind! Deine Nummer
Pistalon, Hundestyle, Südberlin 45, chill gerade am Bärwaldpark in der Bärwaldstraße. Ich soll jetzt hier irgendein Lückenfüller hier füllen für das Untergrund-DVD, mach ich jetzt hier mit. Ficken, ja! Mein Album, habe ich mein Album schon erwähnt, 2004, dreckiger Hund, Hundestyle, wuff, wuff. Haltet aus, schon nach meinem Album, dreckiger Hund, Mr. Long, 2004, ihr Hunde, wuff, wuff. Komm und tanz mit mir! Zurück hier bei Rapphaus. Ich würde nur sagen, schaut euch das Video ein. Video an. Wir gehen jetzt in die Werbung. Bis dann. Keine Chance, ihr habt nur Angst.
an. Benehmt euch wie Fotzen, keiner ist ein Mann. Ihr redet viel zu viel, es gibt keinen, der was kann. Ihr habt keine Chance, denn ihr Toys habt nur Angst. Erzählt mir keine Story, erzählt mir keinen Müll. Lügengeschichten, alles ohne Stil. Ihr seid nicht wie ich, ich bin nicht wie ihr. Ihr hört meine Worte, doch habt sie nicht kapiert. Schlechte Kopien mit schlechten Ideen. Story-Erzähler, die die Wahrheit verdrehen. Ihr habt es probiert, ich hab gut gelacht. Ich hab euch in der Hand, ich habe die Macht. Toy Story. Toy Story. Toy Story. Ihr habt keine Chance, ihr habt nur Angst. Ihr habt keine Chance, ihr habt nur Angst. Ihr habt keine Chance, ihr habt nur Angst. Jo, wir sind wieder zurück. Ich, Sadi K, ist aber klar, das Album.
ist von uns hängen geblieben in den Hinterfotzen, Autogramme auf ihren Rucksack, T-Shirt oder Portemonnaie schreiben lassen. Ich schätze, sie sind alle hängen geblieben, alle behindert im Kopf. Bin ganz normale Menschen, auch ich onaniere, auch ich esse morgens zum Frühstück Hundefutter. Ich bin ganz normal. Thank you.
von hinten in den Arsch, von vorne in den Arsch, von vorne in die Fotze, von hinten in den Arsch, von vorne in die Fotze. Arsch und Hitte, Arsch und Hitte. Shake it, 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 shake it. Man nennt mich den Untergrundkönig, weil ich so sehr viele Alben auf dem Markt habe. Die meisten Solo-Alben von allen ohne die Hilfe von einem Major oder einem größeren Label auf eigene Faust rausgebracht. Und ich habe eine sehr abwechslungsreiche Produktionstechnik. Ich bin dafür bekannt, viele Talente organisiert zu haben, wie Orgasmus oder MC Bastard, und unterstützt. Und habe auch das in Zukunft vor, weiter durchzuziehen. Das Untergrundlabel Bassbox entstand damals, ich glaube 1998, habe ich durch Jope damals Mach kennengelernt, und mit dem bin ich dann in Kontakt getreten durch Jope, und dort haben wir ein bisschen aus Spaß aufgenommen, ein bisschen Lieder gemacht, da haben wir uns dann gut verstanden. Ich habe gesagt, okay. Ich habe gerade ein Album vorproduziert, die Beats und sonst was. Dann bin ich zur Macht gegangen und habe da mein erstes Album aufgenommen mit meinen eigenen Beats, die ich vorher vorproduziert hatte. Und habe dann meine Stimmen auf Band aufgenommen, da er eine 8-Spur-Maschine hatte, auf die ich aufnehmen konnte. Damals habe ich das Ganze dann aufgenommen und habe dann mit meinem DJ, DJ Money Mark von Bass Crew, das Label Bassbox gegründet. Auf diesem Label haben wir dann diverse Untergrundkünstler herausgebracht, und zwar in Form von Untergrundtapes, von Musikkassetten, Tonbandträgern, die wir dann verkauft haben auch, und zwar von unter anderem Orgasmus, sein erstes Album Sexkönig, DJ Money Mark sein Mixtape, das erste, und außerdem meine Solo-Alben Tanga Tanga und sonstiges, MC Bastards Rap Dämon und weitere Alben. Dann ist das Label entstanden durch uns, und später kamen dann noch viele andere Leute dazu. Was der Unterschied zwischen Bassbox und Bassgrow ist? Der Unterschied zwischen Bassbox und Bassgrow ist riesengroß. Bassgrow ist eine Gruppe, die aus einer anderen Gruppe entstanden ist, die wir damals hatten. Das ist BC, unsere Gruppe. Und Bassbox ist ein Musiklabel gewesen, was nichts mit der Gruppe BC zu tun hatte, außer dass einige Künstler von BC dort ihre Alben veröffentlicht haben. Und das ist der Unterschied zwischen Bassbox und Bassgrow. Ich zum Beispiel jetzt als Beispiel, wir nehmen jetzt mal ein Beispiel, bin zum Beispiel nicht mehr auf dem Label Bassbox, aber ich bin noch bei der Gruppe Bassgrow. Ich bin also noch BC, aber nicht Bassbox. Da ist der Unterschied zwischen Bassbox und Bassgrow. Willkommen zur Trennung von meinem Leben. Zur Trennung von Bassbox kam es, indem ich dann keine Lust mehr hatte, bei Bassbox meine Sachen zu veröffentlichen. Und so oder so mir einige Sachen nicht so gefallen haben. Und einigen anderen Leuten auch nicht so gefallen haben. Und dann habe ich mich von dem Label distanziert, um dann frischen Wind in meine Musik reinzubringen, bin ich dann zu einem neuen Label gegangen und habe dann von da an dann meine Sachen dort veröffentlicht. Ich habe auch in Zukunft vor, mich nicht festzulegen.
Es gab verschiedene Ansichten von Musikstil, Richtung und so weiter. Rappos Records ist ein neues Untergrundlabel, was in Kooperation mit Bielefeld steht. Wir haben verschiedene sehr gute Künstler auf diesem Label, zum Beispiel Machtwort, Sadi K, Smokey und viele andere Leute. Azi Krank, einer der Mitinhaber dieses Labels, ist auch noch mit dabei und organisiert zusammen mit mir und verschiedenen anderen Leuten dieses Label. Merkole Records ist mehr ein Untergrundlabel aus dem tiefsten Untergrund. Wir befinden uns hier gerade am Stützpunkt von Merkole Records. Und ich bin nicht befugt, Ihnen weitere Auskünfte zu geben. Ja, das sind verschiedene Rapper, die mehr so aus von früher, aus alten Zeiten mich inspiriert haben, schon von klein auf so. Das ist mehr so verschiedene Sachen. Ich bin immer gerne Kraftwerk, ist auch auf jeden Fall, und Arabian Prince und Ghetto Boys, Gangster Nip, Rap-A-Lot, Skinny Pimp, alles halt so, auch Eazy-E hat mich immer sehr beeinflusst, natürlich auch Miami Bass Sachen wie Two Life Crew oder dieser ganze Quatsch da, und so, das inspiriert mich halt, ja. Naja, Biden ist was anderes, ich würde mal sagen, das gehört dazu, diese ganze Recycling-Geschichte, wie Rap zum Rap gehört. Muss man auch recyceln, samplen, covern. Ich stehe dazu, ich mache das gerne. Also ich lasse mich gerne inspirieren und mache dann mein eigenes Zeug daraus. Ich bin so mehr so der Recycling-Mensch. Ich höre mir Sachen an, von denen ich denke, ich könnte mich da inspirieren lassen und was machen draus und umarbeiten und mache dann mein eigenes Ding draus. Und es entstehen immer völlig neue Tracks und neue Lieder und Songideen für neue Geschichten dann dadurch. Also das ist mehr so eine, sagen wir, wie der grüne Punkt Geschichte, wo man dann alte Sachen neu verwertet. Biden ist für mich was anderes. Biden ist, wenn ich was nachmache und das dann versuche zu vertuschen und nicht nachmache. Also sage, dass ich es nicht nachmache, aber ich mache es ja nach eigentlich. Also so, wie dann alle auf einmal dieselbe Schiene fahren und keiner weiß mehr, woher es kommt, aber alle machen es und im Grunde genommen haben alle nur von einem gebeitet oder sonst was. Also Biken, ich sag mal Recycling, Covern, Samplen, ich sample sehr gerne, ich arbeite von Anfang an schon mit Sampler. Ich habe noch nie vorher ein anderes Musikinstrument besessen gehabt und so läuft das dann, wenn ich arbeite. Ja, gute Frage. Also eine Frage, die mir häufig gestellt wird, ist zum Beispiel, willst du mal richtig rauskommen? Die Frage finde ich überflüssig. Ja, weil die Sache ist die, was soll das bedeuten, richtig rauskommen? Also jetzt so, es geht doch. So wie es ist. Okay, danke. Vielen Dank. Tschüss. Vielen Dank. Freak!
vom Bass. Tanz mit mir, splitter nackt, gib mir'n Fick, mach dich schick, ich bin ein Freak. Elektronisch, Techno-Beat, Festplatte, Tanzfläche, Computer, Liebe, Sex, Triebe, digitaler Disco-Star. Du bist hier, ich bin da, Befriedigung zum Takt. Ich hab die Bassbox mitgebracht, zieht euch aus, macht nen Freak, rastet aus zum Reckless Beat. Alle Fotzen sind dabei, fühlt euch frei, macht was ihr wollt.
Okay, hier, wir sind im alten Royal Bunker. Ja, hier waren früher mal diese Royal Bunker Sessions, wo alle da waren, von A bis Z, von Bassbox bis Royal Bunker. Und gestern habe ich hier meine Record Release Party gemacht. Record Release Party. Hier, das Album ist draußen, das könnt ihr kaufen oder klauen. Also besser klauen gehen als im Internet ziehen, weil wenn ihr es klaut, ist es versichert und ich kriege das Geld dafür. Aus dem Internet kriege ich kein Geld, ich bin schwer reich werden. Ja, ich wünsche euch noch viel Spaß beim weiteren Ansehen der DVD. Mein Kick bemerkt wie halb. Ich fick in dein Arsch. Hör die Muschi furzen und auf die Stille noch. Es macht mir Spaß zu sehen. Ha, 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 ha. Du legst dich ins Zeug und dann drückst die Schmerzen, denn ich mag gut Herzen putzen. Gut, ein Pimp zu sein und ein WhatsApp-Pin zu haben. Ich bin gut rasiert, du Muschis von Olympus bis nach Schwaben. Sonst in meiner Wichse Bahn, das ist gut, die Krone haut, ein offener Brauch. Sag mir, was du willst, auf dein Freund ist nicht drauf. Von Zeit zu Zeit, statt kuscheln die nötige Härte. Wenn du willst, sie mich nicht schenken. Und wenn du willst, sie mich die Gärte. Ryman SS-Experte, seid ihr Playboys wie das Pimp. Geht zur Kugelrunde, Möpse, muss ich kraschen wie ein Kind. Kinder-Pitches nehmen den Mund wie frische Mandelhörnchen. Doch statt Ficken geh ich heim und träum mir ein auf Orgi Pörtchen. Ich fick in mein Arsch, hör die Muschi furzen und laute Stöhne noch. Es macht mir Spaß zu sehen. Ha, ha, du legst dich ins Zeug und dann drückst die Schmerzen, denn ich mag vom Fersen buchsen, bis ich dann komm. Wer von euch will ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz Frauenarzt? Thank you.
hier, aber... Ich hab hier gar nichts verloren eigentlich. Ich hab keine Ahnung, was ich jetzt hier machen soll, aber ich feier euch. Kommen wir hier alle ruf mit den ganzen BC-Ärzten. Wann werdet ihr erwachen? Ihr seid keine Nicker. Geht zum euch Mutterficker, mutier ich sofort zum Hitler. Bist weder Gangster noch Ticker. Warum rappst du über Kill? Du Fotzen willst potzen, doch solltest besser nur chillen. Steck eine Knarre in dein Maul und beende den Film. Dein Kopf ist zerfressen vom Pill. Ich bekomme täglich ein Flashback. Wache schweißgebadet auf und schreibe ein neues Track. Ficke Bitches auf mein Bett, unter anderem auch deine. Hole deine ganze Crew, ich komm zum Battle alleine. Breche dir deine Beine, nein, deinen kompletten Body. Spritze voll mit Bacardi und zünde dich Fotze an. Verlass dann rasch den Tatort wieder und überlass dich den Flammen. Schlage deine Crew, doch ich bin kein Gangster. Steche und pfeife zu, doch ich bin kein Gangster. Habe schon gesessen, doch ich bin kein Gangster. Begehe Verbrechen, doch ich bin kein Gangster. Habe Tattoos, doch ich bin kein Gangster. Atzen küssen mein Fuß, doch ich bin kein Gangster. Habe Sex mit Nutten, doch ich bin kein Gangster. Rauche gern Puppen, doch ich bin kein Gangster. Du und deine Crew seid Pudels, warum rappt ihr wie Rottweiler? Ich nenn mich selber nicht Gangster. Dreh nur gerne am Zeiger, versteiger deine Familie an Pädophile auf dem Bazar. Pack das Cash und meine Porte und mache mir eine Kette klar. Du steht in Lebensgefahr, ist Killer Boogie deiner City. Denn der rappende Barbar zerbeißt euch teuf wie ein Pitti. Krosse dein teurer Kitty weg mit deinem Fettcap-Tag. Steck Crack in deine Bong und sage Hut und so Zack. Warum mein Hof ein und sperre dich keck dort ein. Hol den Dachrekorder raus und zappe dein letztes Schrein. Zerbreche dein Nasenbein mit meinem vergoldeten Schlagring. Er glänzt und macht bling bling. Deine Frau saugt mein Candy. Doch während ich dich schlage, fick sie in ihr enges Arschloch. Denn die Bitch hat ihre Tage. Ich jage schon über Jahre solche Rap-Noten wie dich. Schnapp dich und pack dich und verpasst dir einen Stich. Nenn mich das jüngste Gericht, das weiße Namengesicht. Bitch, geh besser auf Distanz. Die Botschaft ist simpel, lutscht einfach alle mein Schwanz. Stell mir schwere Gewichte, doch ich bin kein Gangster. Vor Opfer falscher Berichte, doch ich bin kein Gangster. Hasse die Polizei, doch ich bin kein Gangster. Bei jeder Schlägerei dabei, doch ich bin kein Gangster. Bin ein Psychopath, doch ich bin kein Gangster. Habe Waffen am Start, doch ich bin kein Gangster. Überschreite die Gesetze, doch ich bin kein Gangster. Hinterlasse Verletzte, doch ich bin kein Gangster. Kein Gangster. Kein Gangster. Kein Gangster. Kein Gangster. Kein Gangster. Schlage deine Crew, bin ich ein Gangster.
Gangster, steche notfalls zu. Bin ich ein Gangster, habe schon gesessen. Bin ich ein Gangster, begehe Verbrechen. Bin ich ein Gangster, habe Tattoos. Bin ich ein Gangster, Rapper küssen mein Fuß. Bin ich ein Gangster. Das ist Berlin Untergrund, ich bin Panik 45, das ist Kaiserschnitt und wir reden heute einfach über, zum Beispiel über Echo. Ja, wie gesagt, die ganze Scheiße, Royal Bunker hin und her, Steiger, die Stars. Leute, die Echo einfach supporten und ihn rausbringen, ist einfach Schwachsinn. So habe ich keinen Bock drauf, mir das weiterhin zu geben und deswegen werden einige, viele Sachen erscheinen, nicht nur von mir, auch von anderen Künstlern, dass Echo ein Schwuchtel ist und richtig gedisst wird, der Pisser. Alle. Der Wichser, alle, ja, alle, die alle denken, dass sie eine große Fresse haben können oder so. Ich gebe einen Fick auf euch, ihr seid alle Schwule, Alter, scheiß auf euch, Mann. Echo ist das mieseste Stück Scheiße, was es auf dieser Welt gibt. Sogar jeder Nazi ist mir am Arsch, weil dieser kleine schwule Strich im Gesicht, Alter, der ist so mies, Mann, der ist so schwul, der ist so ein Alter. Ich glaube, das stimmt mir hier zu. Und was soll ich da noch sagen? Cool Savage ist schuld, dass es mein Bastard geschafft hat, Alter. Das ist ja genauso schwul. Wie gesagt, ich habe auch nicht besonders viel Zeit. Ich wollte eigentlich nur dazu beitragen, um euch allen zu sagen, ihr seid alle Schwule und ich scheiße auf Fotzen. Was Fotzen eigentlich? Leute, die ich nicht mal kenne, Namen unwichtig, rappen gegen Berlin, ich weiß nicht. Und ihr haltet euch vielleicht dabei noch vielleicht irgendwie für krass oder so eine Scheiße. Wenn ihr mal hier sein würdet, dann würde das knallhart auf hart kommen, ganz einfach. Egal, haltet einfach auch schon nach Splatter Connection, Sachen, die bald rauskommen. Meine Preview, Panik 45, der Führer. Der Führer über Deutschland und ich bin nicht der König von Deutschland, ich bin der Führer von Deutschland. Ich wick den König von Deutschland, Alter. Fuck you, Echo. Das aber ist der größte egal. Feind. Das ist der Feind. Der ist der Feind von uns allen. Wir werden ihn töten. Von uns allen. Wir werden ihn holen, Alter. Wir werden ihn holen. Wir werden ihn zum Schnappen und dann sein Fleisch fressen. Und bald ist Hip-Hop da unten und Untergrund ist da. Okay. Haltet einfach auch schon nach Untergrundsachen. Nicht nur von uns, aber in erster Linie natürlich von uns kaufen. Kauft euch meine DVD. Meine CD gibt es auch schon zu kaufen. Und ich gehe jetzt Party machen. Erstmal. Mit diesem T-Shirt hier. T-Shirts hier sind auch schon zu kaufen. Könnt ihr bestellen? Bist du eigentlich gewalttätig? Bin ich gewalttätig? Ich weiß nicht. Ja, ich bin gewalttätig. Ich bin gewalttätig. Ich werde gewalttätig, wenn ich so eine Leute rappen höre, die Scheiße gegen Berlin rappen, weil die hier vielleicht noch gar nicht waren und einfach nur rappen über so eine Scheiße. Pseudodreck. Berlin rappt Pseudodreck. So eine Worte höre ich da echt bei euch aus Frauenheim. Mannheim. Fetter Nigger, Alter. Echt, Mann, du bist echt ein mieser fetter Nigger. Ist dir ja wohl klar eigentlich. Du bist ein fieser Fetzer. Komm mal hier nach Berlin, einmal mal nach Berlin, Mann, Alter. Du Frauenheim, du Söhnchen, okay. Mannheim, du. Und alle Leute, die zum Beispiel 36 Jahre alt sind und sich Hero pumpen, Alter. Fetter Sau. Fettsack, du bist ein ekliger Hängst den ganzen Tag im ILM-Forum rum, Alter, und weil du vorher nie Freunde hattest, deshalb bist du jeden Tag da drin. Seitdem du, da drin. Du weißt, wer gemeint Checker, ist. Wenn ich weiß, wer gemeint ist, der hat Pech gehabt. Der weiß, wer gemeint ist. Fetter Nigger aus Frauenheim, wollte ich dir nur noch sagen, fetter Nigger, du sagst, machst schon seit 5 Jahren Musik und noch fetter immer Nigger, kennt dich nein, keiner. Dich kennt noch immer keiner. Und dich wird nie einer kennen, weil du ein schwuler Nigger bist. Weil du nicht kooperierst. Nein, du bist nicht diplomatisch genug. Einfach positiv zu denken. Du bist eine negative Scheiß-Niggersau. Fuck eine you. Yeah, Alter. Du bist einfach schlecht. Und den kannst du mir mal richtig schön lutschen, du fette Nigger-Curl aus meiner Fick deine Mutter, Alter. Ey, Mann. Also das ist ja jetzt hier gegen Frauenheim die ganze Zeit. Nichts gegen die Stadt Mannheim persönlich. Mannheim ist bestimmt eine schöne Stadt. Gibt bestimmt gute Rapper. Aber wie ist an Mannheim, Leute, die aber gegen Berlin so rappen, ist ungemein. Ich habe auch noch nie gegen Mannheim gerappt. Warum sollte ich das tun? Aber du weißt Bescheid. Was gibt's noch? Meine Wenn EP, ich nur den Namen von Führer. Dem Nigger wüsste, ich habe den Namen von dem Nigger voll vergessen, Alter. Ich weiß auch nicht mehr. Ja, auf jeden Fall, der Führer kommt bald. Der Führer, Panik 45, 7-8 Tracks, unter anderem auch 2-3 Features darunter, die euch bestimmt sicherlich gefallen werden. Und bald kommt der Film. Splatter Connection, der erste Spielfilm, Untergrundfilm, werden alle Splatter sein. Wird auch auf 16mm gedreht und Super 8 und digital, ihr werdet sehen, es wird der Wahnsinn. Nicht zu vergessen, jetzt kommt der Untergrundsampler Nummer 1 noch raus, von Splatter Connection. Und alle die Leute drauf von meinem Label, müsst ihr euch reinziehen, ganz diese Leute, kennt ihr vielleicht auch nicht. Natürlich auch viele Features dabei, auch die ganzen riesigen Leute natürlich. Und ich will nicht zu viel verraten, ihr müsst euch das Ding reinziehen, weil die Namen alleine schon reichen, dass ihr vielleicht ausflippt, dass ihr heiß auf das Teil werdet. Dann müsste ich eigentlich die Namen jetzt sagen. Natürlich, alle Namen. Extrem gibt es, Dämonenpark, es gibt Breiti,
Es gibt GPC, es gibt Panik 45, Sexy Beast. Was das? Primo gehört nicht dazu, aber der ist als Feature drauf. Viele Features, ja. Primo, wer ist noch dabei? Komm schon. Es kommt noch. Bastard ist dabei natürlich. Sind miese Leute dabei. Panik 45, Kaiserschnitt, Splatter Connection. Wir sind mit Valeska verabredet, sie wartet auf uns, sie ruft mich die ganze Zeit an, ich weiß nicht, was mit der los ist. Erstmal Echo knechten! Und dann ficken wir Valeska, ja, ja. Auf jeden Mann. Valeska, I love you, baby. Die richtige Afro-Mähne. Yeah, ciao, baby. Mach's gut, baby. Yeah.
Das war's jetzt. Jetzt ist vorbei. Feierabend. DVD, kein Platz mehr. Leider, wir machen noch einen zweiten Teil, weil nicht alle Leute auf dem ersten Teil auf den zweiten raufgepasst haben. Deswegen machen wir jetzt einen zweiten Teil. Demnächst, dauert aber bestimmt noch ein bisschen. Jetzt habt ihr gesehen, wie es abgeht im Untergrund in Berlin. Hip-Hop, Rap, Breakdance, Scratchen, alles war mit dabei. Live-Auftritte, Musikvideos. Ich hoffe, es hat euch gefallen, hat euch gereicht, ein bisschen informativ Informationen zu kriegen. Feierabend für heute. Rap. Es geht weiter, die Kacke hört nicht auf, Alter. Diese ganze Medientrubel, genau was ich noch sagen wollte. Diese ganze Medienkacke fickt uns voll ab, Alter. Wir brauchen kein Hip-Hop, Rap, MTV. Viva, Mixery, Raw Deluxe oder so ein Quatsch. Wir haben unseren eigenen MTV, nämlich den Berlin Untergrund DVD. Wenn man jetzt DVDs nämlich und Musikvideos, die ihr dann im Untergrund sehen könnt und nicht im Fernsehen, fickt die Medien. Hier zwei Mittelfinger für alle Atzen da draußen, die nicht wissen, was wirklich abläuft. Hip-Hop, Rap, Untergrund, Freaky Zone. Okay, ey. Irgendwas wollte ich noch sagen, irgendwas wollte ich noch erwähnen, genau. Pass auf, das sieht nämlich so aus, wir sind nämlich eine Gefahr für euch da draußen. Wenn ihr seht, ihr denkt, es läuft nichts, es geht nichts ab. Hier geht übelst die Post ab, hier ist übelst was am Laufen. Die Live-Auftritte, ihr seht ganz genau, was ihr unter... Ihr könnt uns nicht unterdrücken, geht nicht. Ihr könnt uns nicht runterhalten, weil wir sind da, wir haben unsere Fanbase, wir haben unsere Fangemeinde. Alle Atzen, die ihr auf diesem DVD gesehen habt, sind wirklich, haben das mit ihren eigenen Händen geschaffen, mit, auf eigene Faust und nicht so auf Larifari, dass sie zu irgendeinem Arsch gegangen sind, der den Geld in den Arsch gesteckt hat und gesagt hat, hier, ich bringe euch raus oder sonst was. Die haben alles auf eigene Faust gemacht, verstehst du? Die sind alle ihr eigener Herr, fast alle. Versteht ihr? Fast. So sieht's aus, Alter. Berlin Untergrund. 2004 geht's weiter, 2003 die Aufnahmen, 2002 sonst was hin und her, fickt euch alle am.